Was diesen Kiez mit ausmacht, ist, dass man ihn ja kennt wegen seiner vielfältigen Gastronomie in der Simon-Dach-Straße. Und wir befinden uns am oberen Ende. Früher war das hier ein typischer Arbeiterbezirk. Ich war das erste Mal nach der Wende hier. Mit meinem Kinobetriebsausweis bin ich eines Nachts hier reingegangen und war dann der einzige Gast. Zu den Hard Facts, wir haben halt eben zwei Säle, der eine mit ungefähr 70 Sitzplätzen. Dann gibt es den kleineren Saal, der hat 30. Vorne im Foyer können Leute gemütlich sitzen. Programmtechnisch laufen hier halt die etwas größeren Filme, aber die geben im Prinzip den Leuten, die eigentlich in solche Filme reingeben, aber das nicht gerne zugeben, die Absolution, okay, wenn dieses Kino das zeigt, dann kann ich mir den auch angucken. Bei der Renovierung haben wir gewisse Details des alten Intimes integriert, um den Charme des alten Intimes in die neue Zeit rüberzunehmen. Wir freuen uns schon auf die Berlinale Mitte Februar hier im Kino Intimes, wenn wir Teil von Berlinale Goes Kiez sein werden.